meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, hier ist Bämbel und Gebabbel. Dankeschön. Er war 18 Jahre lang im Vorstand der Commerzbank, ist seit 2008 Aufsichtsratsvorsitzender Klaus-Peter Müller. Findest du Geld erotisch? Nein, finde ich nicht. Ich finde Geld beruhigt. Es gab kürzlich im Stern eine Umfrage, ein Ranking Sympathiewerte von Berufen. Weißt du, wo die Banker gestanden haben? Wir normalerweise kämpfen wir um den letzten Platz, gewinnen aber nicht immer. Nein, es waren, hinter euch waren noch die Prostituierten und die Kriminellen. Ja, aber Bernd, ich habe doch gesagt, wir kämpfen immer wieder, manchmal verlieren wir. Du gehst ja wahnsinnig oft zum FFC, zu den Spielen, und du bist ja strammer Katholik. Wie machst du denn das? Um 11 Uhr geht ihr doch normalerweise sonntags in die Kirche. Das zeigt, dass du dich nicht auskennst. Man kann schon am Samstagabend in die Messe gehen. Ist das so? Das ist so. Ja, ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ja, du gehst samstagsabends wegen Fußball extra in die Messe und dann... Dir ist jetzt gerade ein Mehrwert aus dieser Sendung erwartet. Erwachsen, mit dem hast du gar nicht gerechnet. Wusstest du das? Würden Sie einen Investmentbanker bei sich aufnehmen? Und mir geht es darum, dass ihr mal sagt, was glaubt ihr, wie viel Prozent der befragten Menschen am Stammtisch hier in der Kneipe und draußen in den Kneipen haben gesagt, ja, würde ich machen. 10%. Oh. Wir schauen mal hin. 26. Sehr schön.